Tom's Talk Time, Folge 503. Mach dein Ding, lass dich nicht abbringen. TomsTalkTime.com, der Erfolgspodcast. Inspiration für deinen persönlichen Erfolg. Von und mit Tom Kaulitz. Hallo Podcast Nation, ich begrüße dich heute wieder aus dem sonnigen Las Vegas und freue mich auf unseren heutigen Interviewgast. Meine Leitung geht nach Magdeburg. Bei mir im Interview ist nämlich heute die Medi Horst. Medi, schön, dass du dabei bist. Ja, hi Tom, schön, dass ich dabei sein darf. Sehr gerne. Medi, du bist Inhaberin des Travel Diary Verlags, also eines klassischen Reiseliteraturverlages, wenn man das mal so sagen kann. Du bist Journalistin und natürlich auch Reisebuchautorin, wenn du schon auch einen Reisebuchverlag hast. Und du hast, ich glaube, 6 Bücher hast du schon geschrieben und du machst so verrückte Sachen wie mal eben 1600 Kilometer mit dem Fahrrad durch Finnland zu fahren und lauter solche Dinge, die wir Otto-Normalverbraucher doch eher nicht tun. Und du bist seit dem Spätsommer 2017 auch Podcast-Kollegin, was mich natürlich besonders freut. Du hast nämlich deinen Podcast gestartet, Reiselust mit Medi Horst, der Podcast für Ein- und Aussteiger. Und dort erzählst du natürlich auch vieles um, ja, das ganze Thema Reisen, Aussteigen, Einsteigen, wie man es, ja, im Endeffekt, wie der Titel auch schon so schön hergibt. Und du hast auch schon viele Interviews gehabt oder auch einfach nur coole Gespräche, auch mit Prominenten wie Udo Lindenberg, Max Tiedorf und so weiter. Und ja, heute bist du hier in meiner Show. Ist das so als Überblick über dich richtig gewesen? Ja, Wahnsinn, super. Du hast schon so viel gesagt, dass ich gar nicht mehr weiß, was ich dem noch hinzufügen soll. Das ist echt richtig cool zusammengefasst. Und vielleicht noch die Ergänzung, mein Leben ist eine Reise. Das ist so mein Motto geworden. Und das bezieht sich gar nicht nur auf die Zeit, zu der ich auf Tour bin, sondern auch auf mein Arbeitsleben. Also ich glaube, als Selbstständiger, und dir muss ich das auch nicht sagen, du weißt es, es ist alles irgendwie eine Reise, alles neu. Du machst immer wieder neue Projekte, überlegst dir spannende Sachen und kein Tag ist wie der andere. Und das liebe ich so. Ja, das ist richtig. Das ist bei mir auch ähnlich. Also selbst wenn wir dann mal sagen, komm, jetzt machen wir mal irgendwie, du bist irgendwo an einem geilen Strand oder irgendwo in den Bergen und bist an irgendeinem schönen See, entspannst total. Das ist so, für ein paar Tage ist das für mich völlig okay. Aber spätestens dann so nach 3, 4, 5 Tagen fängt dann mein Kopf wieder an, irgendwie neue Projekte zu kreieren, wieder nachzudenken, ja. Und will wieder irgendwas machen. Also kann ich gut nachvollziehen. Ja, das, genau. Das war natürlich auch gerade nur so ein Überblick über dich. Erzähl doch nochmal kurz ein bisschen auch was, damit wir dich ein bisschen besser kennenlernen. Vielleicht kurz was Persönliches. Wer ist die Medi privat? Und anschließend auch noch was über dein Business. Was machst du jetzt so konkret? Okay. Ich plane total gern, was glaube ich auch so ein bisschen immer so ein Kontrastding zu meinen Reisen ist, denn meine Reisen sind Individualreisen, also da ist auch ganz, ganz oft so, dass ich morgens nicht weiß, wo werde ich abends sein, wo werde ich schlafen, gibt es einen Zeltplatz, werde ich irgendwohin ganz spontan eingeladen, wie es auf Reisen auch ganz, ganz oft der Fall ist. Und das ist, glaube ich, so irgendwie dieses Wechselspiel, auf das ich stehe. Im Alltag bin ich mega durchstrukturiert und arbeite irgendwie mit 4 Farben in einem Papierkalender, zusätzlich zum iPhone zwar, aber ich stehe auf meinem Papierkalender und liebe es darin, rumzumalen und Sachen zu planen, teilweise stundengenau. Aber ja, auf Reisen liebe ich es dann, mich treiben zu lassen, fallen zu lassen und eben nicht zu wissen, was kommt als nächstes. Ja, und ansonsten habe ich ziemlich oft und eigentlich ja immer, außer vielleicht in einem schickeren Hotel, aber sonst immer meinen Schlafsack dabei, weil ich das irgendwie, ja, die Vorstellung, dass da andere Menschen vor mir auf irgendwelchen Matratzen gelegen haben, was gerade so auf Pilgerherbergen zutrifft. Ich bin auch schon öfter auf dem Jakobsweg gewesen. Da kuschle ich mich dann gerne in den eigenen Schlafsack. Das ist, glaube ich, auch ziemlich typisch für mich und das können einige Freunde auch bestätigen. Kann ich auch verstehen, ja. Ja, und ansonsten, mein Sternzeichen ist Löwe und den Löwen sagt man ja auch nach, dass es ihnen sehr wichtig ist, sich selbst zu verwirklichen, kann ich voll unterschreiben. Also wenn ich mich selbst verwirklichen kann und das Gefühl habe, mein Leben in der Hand zu haben, dann bin ich glücklich und dann habe ich Spaß auch an allem, was ich tue. Das hast du im Endeffekt dann auch jetzt geschäftlich gemacht mit dem Verlag, oder?
Genau. Also wenn mich Menschen immer fragen, wie viel Zeit ich arbeitsmäßig verbringe, dann kann ich das irgendwie schätzen, klar, aber auch irgendwie nicht, weil sich mein Business ja ganz, ganz stark mit meinem Hobby vermischt und ich vieles gar nicht als Arbeit betiteln würde. Was ist denn so an deinem Beruf das Beste? Was begeistert dich daran, an dem, was du gerade tust? Dass es unfassbar abwechslungsreich und kreativ ist. Also bei mir ist kein Tag wie der andere. Es kommen immer wieder neue Anfragen, neue Texte, neue Kooperationsideen, neue Menschen in mein Leben. Das ist sowohl im Verlag der Fall, wenn neue Autoren sich melden oder eben auch generell Kooperationen anlaufen. Das ist gar nicht planbar und wie eine bunte Pralinenschachtel, in die man morgens reingreift, wenn man das E-Mail-Postfach öffnet. Das finde ich cool dabei und es trifft auch auf mein Publikum zu. Also ich bin auf Lesetour deutschlandweit schon seit einigen Jahren mit meinen Vorträgen und Lesungen, also alles rund ums Reisen, immer ganz multimedial unterwegs mit Foto und Video. Und das Publikum ist natürlich auch immer anders. Also du hast Leute, die gehen total ab, die lachen bei Sachen, wo du denkst, so, wow, hier hat irgendwie jetzt noch gar keiner gelacht, mir war gar nicht klar, dass das witzig ist. Und dann hast du natürlich auch Menschen, die verziehen keine Miene und da denkst du, okay, sind die jetzt so bei dir und so abgetaucht, dass sie ja deswegen so gucken? Es ist auch, glaube ich, oft der Fall, dass die einfach so in ihrer Reiselust, in ihren Gedanken dann verschwinden und einfach nur gerne zuhören. Und das genieße ich natürlich auch, zu sehen, dass ich die Menschen mit meinen Geschichten und mit meinen Erlebnissen erreiche. Das ist erfüllend, das macht Spaß. Ja, das auf jeden Fall. Was war so das Verrückteste von der Reise, die du bisher gemacht hast? Das Verrückteste? Ich glaube, per Anhalter ein Stück durch Kanada zu fahren. Das war 2010, habe ich im Rahmen meines Masterstudiums ein Auslandssemester in Kanada gemacht und wollte mit meiner Freundin unbedingt in die Rockies. Und wir hatten aber keine Kohle mehr. Also das Kanada ist jetzt ja auch nicht so billig und als Student hast du ja irgendwie auch nie Geld. Und wir haben uns dann entschieden, dass wir einfach trampen. Und ein Haufen Leute haben dann auch gesagt, boah, das könnt ihr nicht machen und es ist irgendwie voll gefährlich zu trampen. Und für uns war es aber einfach nur eine super Möglichkeit, Menschen kennenzulernen. Und es hat auch ein verrückter Typ mitgenommen mit einem Glasauge und Gummihänden im Auto, der aber total lieb war. Also der wollte uns jetzt auch nicht um die Ecke bringen. Und wir haben eigentlich, oder ich habe oft schon beim Per-Anhalter-Fahren auch die coolsten und spannendsten Menschen kennengelernt. Ja, das da denke ich auch immer dran zurück. Also ich bin früher so in meiner Jugendzeit auch unheimlich viel getrampt. Und auch damals haben schon alle gesagt, um Gottes Willen, viel zu gefährlich. Wobei jetzt sag mal, als Mann ist das immer noch was anderes als Frau. Aber selbst da wurde schon gesagt, von wem kannst du nicht machen. Und ich habe nur coole Erfahrungen gemacht. Also egal, ob ich jetzt von Männlein oder Weiblein mitgenommen wurde, das waren die geilsten Gespräche im Auto und teilweise sind die Leute echt sogar Umwege gefahren, um dich dann abzusetzen, wo du hin wolltest und so. Also ich glaube, wenn man gesunden Menschenverstand einschaltet, dann passt das schon. Ja, und was auch spannend ist, das ist mir auf Island besonders aufgefallen, da waren wir auch zu zweit unterwegs, sind auch getrampt und da haben uns wirklich die kleinsten Hutschachteln mitgenommen, die zugemüllt waren mit irgendwelchen Möbelteilen und Blumenkästen und sonst was und die Leute haben angehalten, haben das halbe Auto umgeräumt, nur um da irgendwie zwei blonde Mädels mit Rucksack noch unterzukriegen und wie du auch sagst, sonst wohin zu fahren. Also es gab eine Frau, die hat uns, ich müsste nochmal nachschauen, aber ich glaube, es waren so 100 Kilometer fast weit extra auf eine Halbinsel gefahren, auf die wir wollten und mit zu ihrer Schwester geschleppt zum Kaffee. Also es ist unglaublich, wie toll das ist, um Menschen kennenzulernen. Das ist natürlich schon ein krasser Umweg. Also. Ja, das ist nicht mal bloß noch um die nächste Häuserecke, ja. Nee, das ist richtig. Cool. Wenn man, du hattest vorhin schon so ein bisschen angesprochen, dass du das unheimlich schwer unterscheiden kannst oder irgendwie abgrenzen kannst, wie viel du pro Woche arbeitest, aber da möchte ich trotzdem nochmal kurz drauf eingehen. Mhm. Auf wie viele Stunden kommst du, wenn du das jetzt mal alles so zusammenzählst, auch wenn es so ein bisschen dein Hobby ist, aber wie viele Stunden bringst du für deine Arbeit/Hobby zusammen? Also in ruhigen Wochen, das heißt, wenn ich auch wenig Abendtermine habe, sprich keine Lesungen und Vorträge und keine Messen, keine Buchmessen anstehen und so, dann sind es
schon auch mal 35 Stunden, das sind ruhige Wochen, und ansonsten bis hoch zu 60 Stunden. So 35 bis 60, die Spanne ist weit, ja, aber es schwankt bei mir wirklich irre, so dass ich die nicht kürzer fassen kann, die Spanne. Wie viel Stunden pro Woche verbringst du denn mit unangenehmen Tätigkeiten, auf die du eigentlich gar keinen Bock hättest? 10% der Zeit. Okay, also sagen wir 4 bis 6 Stunden pro Woche. Ja, genau. Das sind dann so Roundabout. dröge Themen und irgendwelches, so ein bisschen Buchhaltungskrempel und irgendwelche Sachen Ja. raussuchen, zusammensuchen oder einfach, ja, sperrige Mails, die abgearbeitet werden müssen. Sowas, ja, genau. Wobei das dann natürlich schon wieder sehr geil ist. Es hört sich im ersten Moment natürlich viel an, von wegen, oh, 60 Stunden arbeitet die Arme. Aber wenn man dann jetzt wieder hört, dass die Arbeit im klassischen Sinne von wegen, oh, ich muss zum Aloche, also so halt Dinge, die man eben nicht gerne macht, dass das nur 4 bis 6 Stunden, also ich sag mal noch nicht mal ein Arbeitstag pro Woche ist, dann und der Rest in Anführungsstrichen Hobby oder Tätigkeiten, die man gerne macht, dann hört sich das mit den 60 Stunden ja eigentlich schon wieder ganz cool an, oder? Ja, das macht's erträglich auf jeden Fall, ja. Ja. Das stimmt. Ja, na, für Vor allem mich. auch dann den halben Arbeitstag, Ja, der genau, dann eher scheiße ist. den schafft man dann mit jede Menge Kaffee. Genau, wenn man dann überlegt, dass es genügend Leute gibt, die ja, keine Ahnung, 35 bis 40 Stunden pro Woche diese Arbeitstage haben, wo die, ja, die am liebsten eigentlich gar nicht tun würden, Ja. war ich ganz gut mit dabei. Ja, also ich habe das auch schon oft von Leuten gehört, die gesagt haben, Mensch, du machst ziemlich viel, ne, bist viel unterwegs und so und arbeitest viel. Das ist doch irgendwie heftig. Und ich sag so, nee, ich mache lieber 60 Stunden was, was ich richtig toll finde, was mich erfüllt, als mich 30 Stunden würden schon reichen, ne, 30 blöde Stunden irgendwo festsitzen bei irgendwas, was nicht mein Ding ist. Also lieber mehr und vor allem auch selbstbestimmt. Also da ich auch ja gerne plane ich auch gut. Also ich habe ein gutes Zeitmanagement und ich finde es viel wichtiger, flexibel zu sein und zu sagen, ich arbeite jetzt vielleicht mal ein paar Monate die 60 Stunden, kann dann aber sagen, ich nehme jetzt mal 6 Wochen eine Auszeit und mache eine geile Reise. Also ich mag das gern in der Hand haben, das ist mir wichtig. Das kann ich auch nachvollziehen. Und sag mal, die sagen, du arbeitest viel, die haben halt nicht verstanden, dass das für dich wie, ja, wie ein Hobby ist. Ich sag mal, jemand, der nach der Arbeit dann noch, keine Ahnung, jeden Tag 2 Stunden in Fußballverein geht zum Fußballspielen, könnte man ja auch sagen, Mann, warum tust du dir denn den Stress an, nach der Arbeit jeden Tag nochmal 2 Stunden zu rackern, in Anführungsstrichen. Ja. Aber für die Leute ist das einfach Spaß, Hobby. Und so ist das für einige Selbstständige, sicherlich nicht für alle, aber für einige, die einen richtigen Job haben, ja genauso. Also ich sehe Dinge, auch jetzt hier das Interview. Ich sehe das Interview für mich auch nicht als Arbeit, obwohl das streng genommen natürlich für mich Arbeitszeit ist, aber das ist halt, keine Ahnung, ich unterhalte mich halt mit coolen Leuten und man tauscht sich aus. Ja, ich weiß Also. genau, was du meinst. Mir geht's ja auch mit meinem Podcast, der jetzt auch noch total frisch am Start ist, geht's genauso. Also, wenn ich da auch sitze und irgendwie so einen Tag Schnitt einlege und dann vielleicht mal so einen 10-Stunden-Podcast-Tag mache, natürlich bin ich K.O. und bin ich irgendwie durch und habe ich 1000 Sachen im Kopf und muss ich irgendwie mal um die 4 Ecken gehen oder irgendwas aufräumen und irgendwas machen, wo ich den Kopf dann nicht für brauche, um irgendwie so runterzufahren und kann dann auch nicht um 10 ins Bett gehen, sondern gehe dann halt dann nach so bretterharten Tagen nicht vor 1, halb 2 ins Bett, aber trotzdem war es ja geil und hat Spaß gemacht. Ja, genau. Podcast war noch ein Stichwort. Erzähl doch mal ein bisschen kurz was über deinen Podcast. Worum geht's da genau? Was ist das Besondere an deinem Podcast? Das Besondere ist, dass ich es damit schaffe, zumindest was ich jetzt auch so schon an Feedback bekommen habe, die Leute rauszulocken. Also ihnen einerseits erstmal so eine Auszeit aufs Ohr zu geben. Den Podcast schalte ich immer montags frei, so als Motivator für die Woche. Also ich möchte den Menschen Geschichten geben von anderen Menschen, damit sie ihre eigene Woche besser schaffen und einfach mit Okay. so schönen Gedanken und tollen Gefühlen in die Woche starten. Weil Reisen, das ist ja auch, ich glaube, deswegen ist mein Job auch so schön. Reisen ist so ein positives Thema. Also ich mache coole Sachen und es gibt ganz wenige Leute, die irgendwie sagen, klar, die hast du auch, ich mag gar nicht so reisen und so, mir macht das keinen Spaß, aber für die meisten ist es ein positiv besetztes Thema. Und damit in die Woche zu starten, ist irgendwie so diese eine Auszeit, die ich den Leuten damit geben will. Und ich will sie natürlich total motivieren, selbst
rauszugehen, weil ich als jemand, die jetzt schon seit einigen Jahren unterwegs ist und auch immer individuell unterwegs ist, weiß, dass es ganz viel mit einem macht. Also auf Reisen lernst du mehr als in jedem Schulbuch, Seminarbuch, irgendwas und du, das ist schön, was zu lesen und zu hören. Und darauf setzen wir ja auch mit dem Verlag und das funktioniert auch. Die Leute wollen das auch lesen und ihre Auszeit auf dem Papier haben. Aber letztendlich selber rauszugehen, macht ganz viel mit dir. Du lernst ganz viel, du lernst was über dich selbst, du lernst auf Unvorhergesehenes zu reagieren und mit Menschen umzugehen. Zu gehen. Also es macht, ist eine gute Schule, eine abwechslungsreiche Schule und ich glaube, wenn wir alle mehr rausgehen würden und mehr andere Menschen und Kulturen kennenlernen würden und sehen, hey, die Menschen sind auch nicht viel anders als ich und sind so wahnsinnig freundlich, auch wenn sie zum Teil wenig besitzen und dir trotzdem ganz, ganz viel geben. Ich glaube, das würde uns alle irgendwie ein bisschen zu besseren Menschen machen und das ist meine Vision und Mission, die ich mit dem Podcast erreichen will. Aussteiger länger, kürzer, das ist mir auch wichtig. Also ich will jetzt nicht nur so die Hammergeschichten wie jetzt, meine erste Folge war die Nati, die mit der Vespa einmal um Italien gefahren ist und sich da ein Vierteljahr Auszeit genommen hat. Das ist Luxus, das kann nicht jeder irgendwie realisieren, das ist mir klar. Und deswegen ist es mir auch wichtig, Leute hochzulocken, die mal sagen, ich nehme mir jetzt mal ein Wochenende oder eine Woche, ich bin noch nie mit dem Rucksack los oder ich habe noch nie einen Ort bereist, ohne was vorzubuchen. Und ich verlasse jetzt mal meine Komfortzone. Weißt du, also ich will, dass die Leute mal was machen, was sie vorher sich noch nicht getraut haben und einfach mal rausgehen aus der Komfortzone. Ja, das finde ich cool. Ich dachte jetzt erst, dass es wirklich mehr um diese Langzeitreisen geht, aber gerade das, was du gesagt hast, damit fängt es, glaube ich, an, dass man den Leuten einfach mal ein bisschen Mut macht, sich ins Auto zu setzen und sagen, wir fahren jetzt in die Sonne Richtung Süden und ja, mal gucken, wo ich stecken bleibe, ob es Italien Genau. ist, ob es Spanien ist oder ob es vielleicht Schweiz, Österreich, wo auch immer. Und da, wo es mir gefällt, bleibe ich und ja, am Montag oder am Sonntag fahre ich ja halt wieder zurück, dass ich Montag wieder zur Arbeit kann. Genau. Da hatte ich auch gerade mit dem Bernhard Hoeker, der ist ja auch einer unserer Autoren als Geocacher. Mit dem haben wir den offiziellen Geocaching Guide gerade letztes Jahr rausgebracht. Und der hat mit mir jetzt letztens auch gequatscht. Die Folge kommt jetzt auch demnächst raus. Der steigt halt immer wieder aus mit seinen kleinen Geocaching-Touren und mit Lost Place-Besuchen und Höhlen- und Klettertouren. Also der macht immer wieder diese kleinen Ausstiege und integriert die in seinen Alltag. Und das finde ich auch ganz wichtig. Also das ist auch eine Inspiration, die ich ganz vielen einfach damit an die Hand geben möchte. Ja, erklär mal ganz kurz Geocaching, was kann ich mir darunter vorstellen? Das ist im Prinzip eine digitale Schnitzeljagd. Also du hast entweder dein Smartphone oder ein richtiges GPS-Gerät. Da scheiden sich so ein bisschen die Geister. Die einen sagen, hey, Smartphone ist das wahre Ding und die anderen sagen, nee, musst du mit GPS machen. Und dann suchst du im Prinzip einen Fund und navigierst dich mit Handy oder im GPS-Gerät dorthin und dann kannst du diesen Fund auch erfolgreich loggen. Einerseits, indem du dich einschreibst in so ein kleines Notizbuch, was immer in solchen Filmdosen sind das auch ganz oft, diese Funde, diese Caches und dann eben auch im Internet erfolgreich. Also du hast deine App und so und kannst dann sagen, hey, Fund erfolgreich geloggt und dann erscheint ein freundlicher Smiley auf deinem Display und du bist draußen gewesen, hast was gesucht, was gemacht und ja, am Ende noch ein Erfolgserlebnis zu verzeichnen. Also eine digitale Schatzsuche in der realen Welt. Ja, genau. Ist, glaube ich, auch was für Jugendliche eine coole Sache ist und eine schöne Verbindung Technik und Natur und nicht nur vorm Rechner zu Hause sitzen, sondern wirklich rausgehen, an der frischen Luft sein und aber trotzdem die Technik dabei zu haben. Ja, oder was man auch mit den Kids einfach mal machen kann. Also hier so Genau. Vater-Sohn oder natürlich auch Vater-Tochter oder wie auch immer, in welcher Konstellation Genau. oder Mutter-Kinder. Das stelle ich mir auch ganz cool vor, dass man da einfach mal gemeinsam rauskommt und ein gemeinsames Erlebnis hat. Weil wenn man dann natürlich so einen kleinen Schatz irgendwo findet, ist natürlich auch ja sowas, hey geil, wir haben was geschafft, wir haben was gefunden. Ja, genau. So ist es. Ja. Cool. Wenn wir oft über dein Business nochmal jetzt ein bisschen reden. Mein Reisen, gut und schön, alles geil, aber ich meine, irgendwie müssen wir auch unseren Kühlschrank mal füllen. Wie und womit verdienst du jetzt ganz konkret dein Geld? Also wie kommst du an deine Brötchen, die du jeden Morgen schmierst oder dein Müsli? Smoothie tatsächlich. Es gibt jeden Morgen Smoothie bei mir. Oder so, okay.
Genau, aber Obst muss auch gekauft werden. Ja, ja, einerseits ist es natürlich die klassische Verlagsarbeit, also sind es die Einnahmen einfach über unsere Bücher, über unsere Reiseberichte und andererseits natürlich auch über meine öffentlichen Auftritte. Also die Lesungen und die Vorträge sind gerade in den letzten Jahren zu einer wesentlichen Säule für mich auch geworden. Und natürlich auch über den ganz klassischen Verkauf auf den Lesungen. Also meine Bücher biete ich natürlich immer an mit einer persönlichen Widmung und so, ist ja einfach naheliegend, wenn ich vor Ort bin. Und hin und wieder kommen auch noch so ein paar Sachen dazu, dass ich mal als Journalistin auch Fremdaufträge annehme und dann als Texterin agiere und für andere Leute schicke Texte mache und Projekte mache. Das sind so die Hauptsäulen. Okay. Diese für andere Leute Texte schreiben, das auch klassisch nur im Reisebereich oder schreibst du generell als Journalistin auch über, was weiß ich, Automobilmessen oder keine Ahnung, Ich habe welche? über, ja, ich habe über Hörgeräte eine Zeit lang was gemacht, so zu Beginn meiner Okay. Selbstständigkeit. Also ja, auch völlig andere Sachen, die überhaupt nichts mit dem Reisen zu tun haben. Und ich habe Sozial- und Gesundheitsjournalismus studiert. Das heißt, die Bandbreite mit Sozial- und Gesundheit ist da auch nochmal schön weit und ja, also auch ganz andere Sachen. Das muss gar nicht nur mit dem Reisen zu tun haben, auch ja, genau. Von den ganzen Sachen, die du gerade genannt hast, was macht dir am meisten Spaß? Das eigentliche Reisen ist natürlich, ich glaube, das Okay. ist ganz klar, dass das natürlich so echt das Geilste ist und sich dann an den Rechner zu setzen und aufzuschreiben, was da passiert ist. Also das erfüllt mich als allererstes und dann natürlich im nächsten Schritt es anderen Menschen mitzuteilen, sei es eben über meine Bücher oder eben auch in meiner Rolle als Verlegerin, anderen Leuten die tollen Bücher unserer Autoren zu präsentieren und auch einfach auf Messen zu sein. Also jetzt war ja gerade auch Frankfurter Buchmesse im Oktober und da sind wir natürlich als Verlag auch am Start und das ist natürlich einfach schön. Also so eine Buchmesse macht Spaß, ist anstrengend, aber macht auch unglaublich Spaß, weil du einfach einerseits mit der Zielgruppe ganz nah zusammenkommen kannst, weil du deine Autoren mal siehst, die du zum Teil auch nur über Mail monatelang kennst. Also du tauschst dich aus, sprichst alles ab, was dieses Buch angeht und Layout und so und schickst dann zur Ansicht was vorbei, dass die Autoren das dann eben auch haben, bevor es in den Druck geht. Und dann lernst du nach Monaten diesen Menschen kennen. Das ist auch richtig, richtig schön. Ja, das glaube ich dir. Okay, cool. Wenn jetzt gerade bei diesen Autorensachen, wenn wir jetzt gerade da dran sind, wenn ich jetzt selber, was ich reise jetzt viel und ich denke mir jetzt, oh super, ich bin jetzt mit meinem Fahrrad einmal um unsere Ortschaft gefahren und zurück und darüber schreibe ich jetzt ein Buch und gehe ich jetzt hin und sage, hey, liebe Mehdi, ich habe hier, keine Ahnung, 50 Kilometer Radtour gemacht von A nach B und darüber will ich jetzt ein Buch schreiben. Kann ich das bei dir veröffentlichen? Worauf muss ich als Autor achten? Okay, bei 50 Kilometern würde ich erstmal sagen, Respekt, du musst viel erlebt haben, wenn du glaubst, dass dabei ein Buch rauskommt. Was ist das für eine geile Reise gewesen? Was ist alles auf diesen 50 Kilometern passiert? Nee, im Ernst, einfach eine Mail schicken, mit dem vollständigen Manuskript auch schon. Also nur so eine Leseprobe ist zwar immer ganz nett oder ein Exposé und ein Inhaltsverzeichnis, um irgendwie einen Überblick zu bekommen, aber damit wir wirklich entscheiden können, ob es zu 100% unser Ding ist und reinpasst, brauchen wir das ganze Manuskript. Das muss auch nicht aufwendig gelayoutet sein und Fotos müssen auch nicht mitgeschickt werden. Das kann man alles im Nachgang machen. Wir wollen in erster Linie ein Gefühl für den Text haben, indem wir gucken, ist da ein roter Faden? Also das ist immer ganz schön. Der rote Faden kann einerseits die Reiseform als solche sein, wie du eben sagst, du bist mit dem Fahrrad von A nach B gefahren, dann ist das Thema, jemand macht eine Fahrradreise in Land Y. Das ist das eine, was schön ist. Oder wenn es jetzt nicht so einen ganz klaren Faden gibt, sondern vielleicht auch eine Weltreise ist, dann kann es da aber auch einen roten Faden geben, indem man dann vielleicht darüber nachdenkt, was hat das mit einem gemacht und oder was hat es zwischenmenschlich gemacht, wenn man auch mit mehreren unterwegs ist. Also das ist immer ganz wünschenswert, dass es da eine gewisse Linie in irgendeiner Form gibt. Und dann, genau, wenn es uns dann gefällt, dann melden wir uns und dann wird alles Weitere in die Wege geleitet und abgesprochen und dann auch Fotos abgestimmt und ins Layout reingebaut und so weiter und so fort.
Wie viel Prozent der Manuskripte, die du so oder generell der Bewerbungen von neuen Autoren nimmst du an und wie viel Prozent werden abgelehnt? Gibt es da so eine Pauschalaussage oder ist das völlig unterschiedlich? Also wir machen im Jahr so, oder wir machen pro Messe, das lässt sich glaube ich besser sagen. Es ist ja im Frühjahr die Leipziger Buchmesse und im Herbst die Frankfurter und wir machen pro Messe 3 bis 6 Bücher. Und es kommen im Jahr, ja, ich bin jetzt ja noch nicht so lange im Verlagsbusiness, aber was ich auch so von unserem Vorgänger und jetzt aus der Erfahrung, die wir jetzt auch schon haben, sagen kann, sind so zwischen 150 und 300 Manuskripten, die reinkommen im Jahr. Also da ist aus 7 angesagt. Also es gibt viele tolle Menschen da draußen, die geile Reisen machen und manches fällt leicht, weil es dann einfach so Sachen sind, die vielleicht auch zu sehr Reiseführercharakter haben. Das sind wir nicht. Da gibt es andere Leute, die richtig gute Reiseführer machen in der Branche. Wir sehen uns wirklich im persönlichen Erlebnisbericht schwerpunktmäßig, so dass manches auch einfach rausfliegt, weil es zu sehr Reiseführer ist und wir sagen, nee, das ist nicht Travel Diary, das können wir nicht machen. Manches passt stilistisch gar nicht, wo du auch weißt, okay, selbst wenn wir da jetzt noch ein Lektorat drüber jagen, das ist echt nicht ausreichend. Und dann gibt's die Sachen, wo wir einfach dann auch ja im kleinen Team entscheiden und besprechen. Manchmal scheiden sich auch die Geister und eine von uns sagt, ist total super, würde ich machen. Und die andere sagt, boah, nee, ist mir irgendwie auch zu derb und zu frech und das ist zu viel und das geht irgendwie nicht. Aber das ist selten. Also es sind dann auch Kriterien wie die Geografie, die eine Rolle spielen. Also wir würden jetzt nicht den 10. klassischen Jakobsweg-Bericht machen auf dem Camino Frances, sondern sagen dann, hey, es ist ein Alternativweg, es ist die Via della Plata, da haben wir noch nichts und da gibt es noch nicht so viele Erlebnisberichte vielleicht, dann würden wir das machen. Also das spielt schon auch eine Rolle, wo war derjenige, wie war er unterwegs und ist das jetzt für uns auch noch neu genug? Ja, okay. Ja, ist aber immer interessant zu wissen, dass es in welch, wie Verlage denken. Weil ich glaube, es gibt viele draußen, die, zumindest was ich so mitgekriegt habe in Gesprächen, die auch gerne mal Bücher schreiben würden, aber nicht so genau wissen, okay, wie fange ich an, wie, ja, worauf muss ich achten? Wie du schon gerade gesagt hast, dass ihr jetzt zum Beispiel keine klassischen Reiseführer nehmt, also dass es nichts bringt, wenn ich sage, ja, und hier in Las Vegas gibt's ganz viele tolle Hotels und das Hotel gibt's das und dann kannst du noch dieses und jenes machen, sondern dass es da mehr vielleicht drum geht, was hat diese Stadt Vegas mit mir getan? Wie verändere ich mich? Werde ich plötzlich hier, schwanke ich zwischen Dr. Jekyll und Mr. Hyde auf einmal, wenn ich in Vegas bin? und bin dann zu Hause wieder der ganz Brave oder sowas halt. Das ist auch interessant zu wissen. Genau. Okay. Wie hast du es denn geschafft, deine Leidenschaft zu finden? Weil es gibt ja viele Menschen, die einfach ihr ganzes Leben auf der Suche oder lange auf der Suche sind. Und manche finden sofort, manche haben das Gefühl, die finden es irgendwie nie. Wie war das bei dir? Wie hast du es geschafft? Also, dass ich reisen möchte, das habe ich schon als Kind gewusst. Also so ein bisschen abenteuerlustig war ich schon ganz früh und es ist auch in meiner Familie verankert, so auch mit Alternativ- und Aktivurlauben. Das kam schon früh so in mein Leben und das hat mich auch schon immer begeistert. Also ich erinnere mich ganz gern immer noch, es ist total lebendig. Ich merke mir auch jede Menge Krempel. Ich glaube, das ist auch der Grund, warum ich das noch so präsent habe. Es gab in der Grundschule mal die Situation, dass unsere Lehrer gefragt hat, was wollt ihr denn später mal machen? Ne, so Klassiker. Und dann hatten wir alle so ein bisschen Zeit, mal zu überlegen und aufzuschreiben. Ich glaube, das muss irgendwas so 3., 4. Klasse gewesen sein. Und ich habe dann notiert und mich dann auch gemeldet und gesagt, dass ich gern um die ganze Welt segeln möchte und darüber ein Buch schreiben will. Das mit dem Segeln funktioniert nicht so gut, weil ich ziemlich schnell seekrank werde. Das ist jetzt nicht so die Top-Reiseform für mich. Aber so dieses einfach rausgehen und was Cooles machen und dann darüber schreiben, das war tatsächlich schon ganz früh in mir drin. Dann hat es natürlich noch lange gedauert, bis das irgendwie spruchreif geworden ist. Also ich habe dann 2008 war ich das erste Mal auf dem Jakobsweg, da auch auf dem klassischen Jakobsweg. Und dann habe ich mein Masterstudium Sozial- und Gesundheitsjournalismus angefangen und habe dann die Reise parallel in der Zeit
aufgeschrieben, also einfach nur ursprünglich so für mich als Erinnerung und habe es dann aber ein paar Leuten vorgelesen, die gemeint haben, du, das klingt gut, das ist witzig, da will man mehr hören, vielleicht solltest du mal irgendwie das ja an den Mann oder die Frau bringen und versuchen, dafür einen Verlag zu finden. Und das ist tatsächlich mit viel Glück auch gelungen. Also es war damals so ein kleiner regionaler Verlag hier in Magdeburg, der dann offen war für dieses Buch und gesagt hat, ja, will ich probieren. Ich wollte sowieso gerade so ein bisschen mein Spektrum erweitern. Der hatte vorher nur so oder viel wissenschaftliche Arbeiten und Doktorarbeiten rausgebracht und wollte ein bisschen mehr in die Publikumsliteratur zu dem Zeitpunkt. Und in diesem Moment kam ich in sein Leben und es passte perfekt. Und er hat gesagt, okay, machen wir. Und dann war der Bann eigentlich gebrochen. Also dann stand für mich auch fest, ich will das weitermachen. Es ging natürlich auch nicht gleich, dass ich davon jetzt sofort leben konnte. Ich habe ja auch noch Zeit gehabt, habe in Ruhe studiert und habe dann auch nach dem Studium ein halbes Jahr was ganz Trockenes gemacht. Ich war bei einer Versicherung angestellt. Ja, ein knappes halbes Jahr war das. Es war auch ganz nett, aber es war schnell klar, dass ich in eine andere Schiene muss. Und dann habe ich angefangen, mir Gedanken zu machen, wie kann ich das auf die Beine stellen, dass ich mich selbstständig mache, meine Leidenschaft da trotzdem unterkriege und bin dann in einem Projekt gelandet, wo ich die Öffentlichkeitsarbeit machen konnte, also auch was, was immer noch sehr kreativ ist. Und das war dann so meine Basis der Selbstständigkeit. Es lief dann so über einen Werkvertrag, der mir einfach den, ja, die Krankenkasse und die Miete bezahlt hat. Und dann habe ich angefangen, alles weitere über meine Lesungen und Vorträge und Buchverkäufe aufzubauen. Und ja, dann nahm das eigentlich so seinen Lauf. Okay. Also bist du eigentlich schon relativ lange selbstständig? Das heißt, diese kurze Phase oder andersrum, du hast relativ früh deine Leidenschaft gefunden, warst dann nur recht kurz angestellt und dann hast du deine Leidenschaft eigentlich zu Beruf gemacht. Kann man das so zusammenfassen? Ja. Kannst du auf jeden Fall so zusammenfassen. Vielleicht noch mit dem Zusatz, dass es wichtig war, immer wieder Sachen zu finden, die einem dann auch wirklich den Kühlschrank sichern, weil es ist ein langer Weg, auch mit den Vorträgen Geld zu verdienen. Du musst dich erstmal bekannt machen und erstmal beweisen, dass du da einen netten Abend gestalten kannst. Und das dauert schon ein bisschen. Also so dieses Projekt zu haben und die Öffentlichkeitsarbeit zu machen, das war schon auch ein wichtiges Basic. Und es war natürlich auch da nicht alles zu 100% kreativ. Da gehörten auch andere Aufgaben dazu, die einfach mal ein bisschen trockener waren. Also das ist schon, das habe ich auch gerne so akzeptiert, weil mir auch klar war, dass es auch nicht so einfach läuft mit, hey, ich will das jetzt so machen und dann geht das auch gleich. Also so einfach war es nicht, nee. Ja, okay. Wenn wir jetzt an die, wir haben jetzt über deine Selbstständigkeit so ein bisschen gesprochen, auch dass dir das alles viel Spaß macht, dass es fast so ein bisschen wie ein Hobby ist für dich. War das immer alles so schön, rosarot, Wölkchen und so weiter? Oder hast du auch mal so richtige, krass gesagt, Scheiße erlebt als Unternehmer? Und wenn ja, was war so bei den ganzen Sachen so dein größter Fehler? Und wie ist es überhaupt dazu gekommen, dass das so passieren konnte? Also eine einzelne Sache gibt es tatsächlich nicht, dass ich jetzt sagen kann, Situation A hat Situation B ausgelöst und C war dann das Scheißgefühl. Das gibt es tatsächlich nicht. Ich würde sagen, was ich so in der Anfangszeit nicht so gut gemacht habe oder was eben nicht ganz gut lief, war, dass ich viel Kraft und Energie in Projekte gesteckt habe, von denen ich dachte, die wären der Oberhammer und die will jeder haben. Die waren es dann aber nicht. Also die hatten auch wenig Aussicht auf Ertrag. Da habe ich viel, viel Kraft, Zeit, Energie reingesteckt. Allerdings aber auch Spaß. Das hat es, glaube ich, dann auch so erträglich gemacht. Aber letztendlich war es nichts, was gut genug von mir erforscht war, ich habe einfach nicht gemerkt am Anfang, dass es Sachen gibt, die viel Zeit kosten, aber wenig Aussicht auf Ertrag haben. Das gab's und ich glaube, das hat mich, das macht einen anfangs klar so ein bisschen traurig, wenn du denkst, du hast sowas ganz Cooles und am Ende interessieren sich nicht genügend dafür. Das ist ein doofes Gefühl und das hat mich aber jetzt nicht, also ich kann keine einzelne Sache sagen, die mich so richtig runtergezogen hat, das nicht, nee. Was war denn so die wichtigste Lektion, die du daraus mitgenommen hast?
einerseits besser Marktforschung zu betreiben, ein paar, also ja, ein bisschen rumhorchen und recherchieren, ob das wirklich gewollt ist. Das ist das eine. Und das andere vielleicht sogar fast noch wichtiger, loslassen zu können. Dann auch zu sagen, das bringt jetzt nichts. Ich habe jetzt hier viel reingesteckt, aber es ist jetzt auch Zeit, das gehen zu lassen. Das soll aus irgendwelchen Gründen nicht so laufen, wie ich das eigentlich gedacht habe. Und lass jetzt los, Energie ins nächste stecken und nicht aufhalten mit solchen Sachen. Ja, ich glaube, das sind zwei ganz wichtige Dinge, weil gerade das Zweite, dieses nicht loslassen können, das erlebe ich wirklich so oft, dass Leute, was ich, die sind seit, was ich, 5 Jahren oder teilweise 10 Jahren oder noch länger, sind sie an ihrem Projekt dran, sei es, dass es jetzt irgendwie ist, dass man irgendwie mit seinem Buch den großen Durchbruch haben will, man ein Buch geschrieben hat und man schafft irgendwie seit 10 Jahren da keinen Verlag zu kriegen oder halt die eigene Firma, die irgendwie seit 10 Jahren so auf der Kippe steht und man irgendwie das nicht, die nicht richtig ans Laufen bekommt, aber man immer noch mehr Geld reinsteckt und noch mehr Zeit, anstatt dann irgendwann einfach mal zu verstehen, das zu analysieren und sagen, hey, ich bin jetzt schon seit so und so vielen Jahren dran. Es gibt keinen Fortschritt, ganz im Gegenteil, das stagniert eher oder bummelt so ein bisschen vor sich hin. Komm, ich mache einen Haken dran, ich mache das Ding, das Kapitel zu und öffne lieber ein neues Kapitel und versuch's einfach damit. Ich glaube, das ist Ja. ein wichtiges Ding, was man daraus mitnehmen kann. Ja, und auch wenn es in dem Moment wehtut ein Stück weit, aber man kann sich damit auch trösten, dass manche Dinge, also manche begräbst du wahrscheinlich für immer, aber es gibt auch Sachen, die kommen dann an andere Stelle hoch. Und mir fällt gerade jetzt, während wir reden, ein, dass mein Podcast-Thema, was ich jetzt habe, das habe ich schon vor, boah, ich glaube mittlerweile 2,5 Jahren, 2,5 Jahre hatte ich das als Thema schon mal so da, auch so mit so ähnlichen Fragen und habe versucht, das Redaktionen anzubieten. Also wollte das eigentlich als Printprojekt machen und so, ja, so Lifestyle-Magazine habe ich angeschrieben und wollte einfach, ja, da meine coole Story mit den verschiedenen Menschen immer wieder verkaufen, so als Serie im besten Fall. Und da bin ich überall, ja, abgeblitzt, konnte da nirgendwo landen, habe dann nirgendwo den Fuß in die Tür bekommen, habe dann irgendwann auch gesagt, okay, gut, nee, das lasse ich jetzt erstmal liegen. Und dann kam auch der Verlag, klar, das hat sowieso dann nochmal eine andere Aufmerksamkeit gefordert. Aber irgendwann kam dann dieses Zusammenspiel, ich glaube auch, weil ich dein Interview, also dein Interview mit Dirk Kräuter hatte ich gehört. Und da, ich glaube, ich war sogar im Badezimmer, witzigerweise. Und da knallten dann irgendwie diese zwei Birnen zusammen. Moment mal, du hast doch diese Idee mit diesem Aussteigen und Menschen fragen und wie sie ihr Leben dann nach Reisen ein Stück weit auch geändert haben. Und du hast jetzt gerade erfahren, dass es die Möglichkeit gibt, Podcasts zu machen. Und das passt ja super zu mir. Also ich muss ja sowieso beruflich, darf ich ja ganz viel erzählen und sabbeln und da war es naheliegend, dann auch noch sowas zu machen. Und dann kam das tatsächlich wieder zusammen. Und dieses Projekt, da hätte ich vor einem Jahr oder vor einem halben Jahr noch gedacht, das ist jetzt begraben, das ist in der Schublade, aber jetzt ist eben eine ganz neue Möglichkeit aufgekommen, das so zu kombinieren. Also diese Situation gibt es auch und mit der Aussicht kann man sich vielleicht auch gut ein bisschen über Wasser halten, wenn es einem mal schlecht geht, weil man was erstmal begraben muss. Das stimmt. Das kann ich auch bestätigen. Also im eigenen Bereich und auch wieder viel aus meinen Interviews, was auch andere Unternehmer gesagt haben, wo dann, keine Ahnung, man hat ein Projekt begraben und plötzlich so ein paar Jahre später ist irgendwas dazugekommen, wo man genau das Wissen aus diesem Projekt plötzlich wieder braucht, um das neue Projekt dann so richtig zum Durchstarten zu bringen. Aber man hätte es Genau. nicht geschafft, wenn man sich damals nicht schon so lange damit beschäftigt hätte. Das stimmt. Also da gibt's auch viele Sachen. Ja, es sind alles, oder andersrum gesagt, ich glaube halt nicht an Zufälle, sondern alles hat irgendwo seinen Sinn. Alles, was man im Leben mal gemacht hat, braucht man für bestimmte Dinge oder wird man irgendwann noch mal brauchen. Also Ja, ganz exakt. Das sehe ich hundertprozentig genauso, ja. Mehdi, wie ist das denn bei dir, wenn es mal so ein Tag ist, wo du einfach mal keinen Bock hast, irgendwas zu machen? Es steht, was weiß ich, eine Lesung an oder ein Gespräch mit irgendjemanden oder die Buchhaltung oder was auch immer. Und du sagst einfach so, nee, komm, irgendwie
heute ist nicht mein Tag. Wie schaffst du es, dich trotzdem aufzuraffen, wenn du absolut keine Bock hast? Gott sei Dank ist das ziemlich selten. Also ich tendiere eher dazu, ein bisschen zu viel zu machen und muss mich auch oft bremsen und sagen, komm, nimm dir mal auch Zeit für dich und du kannst nicht nur durchziehen, du musst auch mal ein, zwei Tage frei machen, wenn es wirklich so eine lange, heftige Phase war. Wenn es aber doch mal vorkommt, und natürlich kommt es auch vor, dann gehe ich wahnsinnig gerne eine Runde laufen. Das hilft mir so. Nicht tierisch lang, vielleicht so 40, 45 Minuten maximal. Und dann ist der Kopf wieder frei. Ich fühle mich wieder aktivierter im ganzen Körper. Dann wird warm geduscht, noch ein Kaffee gemacht. Und dann geht's eigentlich in den meisten Fällen. Also es ist, dass ich nach dem Joggen nicht besser drauf war. Ich weiß nicht, das habe ich vielleicht einmal in meinem ganzen Leben erlebt, wenn überhaupt. Okay, also einfach aus der Situation dich rausholen, was völlig anderes machen, kurz ein bisschen auspowern und dann einfach nochmal Energie getankt und neu ran. Ja, genau. Ich bin ja schon, war echt sehr gespannt, wo du gesagt hast, dann gehe ich joggen, aber nicht allzu lang. Ich habe also diese 1600 Kilometer Fahrradfahren im Hintergrund. Ich dachte, nicht allzu lang, höchstens, keine Ahnung, 50, 60 Kilometer oder so. Nein, um Gottes Willen. Also ich bin auch, mache gerne Sport und mache auch schon lange Sport, aber ich bin gar nicht so extrem, wie man vielleicht denkt, wenn man solche Buchtitel liest mit dem Fahrrad 1600 Kilometer durch Finnland. Das war auch wirklich entspannt. Also wir haben die Reise haben wir auch zu zweit gemacht und wir haben die auch ruhig angehen lassen. Also wir sind auch so drauf gewesen, einfach mal auf dem Parkplatz zu sitzen, also mal so ein Stück rechts ranzufahren und in der Sonne zu sitzen oder irgendwie zwei, drei Eis nacheinander zu essen und dann wieder weiterzufahren. Also das kannst du dir leisten, auf jeden Fall. Wenn du so viel Fahrrad fährst, dann kannst du auch mal drei Eis essen. Also keine Eisbecher, so Supermarkt-Eis, also Waffelteile. Drei Becher würde ich, glaube ich, auch nicht schaffen, nee. Genau, und dann so mit so einer dicken Wampe weitergeradelt. Da merkt man richtig, wie es blubbert im Bauch. Genau. Ja, nee, also das ist gar nicht so sportlich. Natürlich musst du was machen und musst du treten und so, aber ich gehöre nicht zu denen, die jetzt irgendwie so ein krasses Tempo auf den Asphalt packen, die keine Pausen machen und die durchziehen und die sagen, ich muss hier am Tag irgendwie 100 Kilometer schaffen und ich muss irgendwas Bestimmtes jetzt sportlich erreichen. Das bin ich gar nicht. Also ich gehöre da auch zu den genusssportmachenden Reisenden. Okay, gut. Bin ich beruhigt, sind wir beieinander. Cool. Medi, kommen wir jetzt zu unserer Blitzlichtrunde. Hier stelle ich dir eine Reihe von Fragen und deine Aufgabe besteht darin, möglichst schnell, spontan und kurz, ich weiß, das ist eine Herausforderung, also wenn möglich mit einem einzigen Wort oder nur in einem Satz zu antworten. Bist du bereit? Ja, bin ich. Los geht's. Was hat dich ursprünglich davon zurückgehalten, Unternehmer zu werden? Gar nichts, wollte ich schon im Studium machen. Hey, was war der beste Ratschlag, den du jemals erhalten hast? Mach dein Ding, lass dich nicht abbringen. Was ist deine größte Stärke als Unternehmer? Durchhaltevermögen. Was ist deine größte Schwäche als Unternehmer? Ungeduld. Wie oder womit kann man dich am besten beeindrucken? Mich beeindrucken Menschen, die selbst nicht viel besitzen, aber trotzdem ganz, ganz viel geben. Was war der wichtigste Schritt, der dich zum Erfolg gebracht hat? Der Verlagswechsel mit meinem dritten Buch zu Travel Diary und dann ja mit der Folge auch den Verlag übernehmen zu dürfen. Mit wem würdest du gerne mal ein Kamingespräch führen und über welches Thema würdest du mit der Person reden wollen? Ich würde gern mit dem Survival-Experten Rüdiger Neberg quasseln und ihn fragen, welche Zweifel er auf seinem Deutschlandmarsch hatte. Okay, weil das ja schon eine ganze Zeit lang her ist. Ja, genau. Ich hoffe, er würde sich erinnern. Das bestimmt. Vervollständige den Satz, Erfolg bedeutet für mich? Wenn ich das machen kann, was mir Spaß macht. Welche Internet-Resource hat für dich persönlich einen hohen Mehrwert? Ich finde diese Quick GoPro Video Editor App total cool.
Welches Buch liest du aktuell oder hast du letztens gelesen? Worum geht's darin und kannst du es empfehlen? Ich lese ganz aktuell, passend zu meiner Leidenschaft, das Buch Weltherz. Der Autor heißt Markus Steiner und er ist mit 37 Jahren ausgestiegen und auf Weltreise gegangen. Podcast Nation, das Buch verlinken wir natürlich in den Shownotes. Und wenn du auf Hörfutter stehst, dann hol dir jetzt gleich dein kostenloses Hörbuch auf tomstalktime.com/audiobooks. Dort kannst du dir fast jedes Audiobook im kostenlosen Probeabo runterladen. tomstalktime.com/audiobooks. Was ist dein größter, bisher unerfüllter Lebenswunsch? Eine Weltreise. Okay. Zum Abschluss unseres Interviews habe ich mir noch eine ganz besondere Frage ausgedacht und ich bin echt auf deine Antwort gespannt. Welche drei Tipps würdest du deinem, gut, bei dir wird es jetzt schwierig, ich würde jetzt normalerweise sagen 20 Jahre jüngere mich, sagen wir mal so 10 bis 15 Jahre jüngere mich, mit auf dem Weg geben und warum genau diese Tipps? Ja, genau, also 20 Jahre, da war ich 12. Nee, ja, also so mit Anfang 20 hätte ich mir auf jeden Fall gesagt, bleib immer am Ball. Das ist total wichtig, egal was auch passiert. Und dass es eben auch immer eine Antwort gibt. Also wie das, worüber wir auch schon gesprochen haben, wenn mal was nicht läuft, irgendwann hast du den Grund dafür, warum das so ist. Wichtig ist, du bleibst am Ball. Das würde ich mir sagen. Dann würde ich mir auch sagen, dass meine Leistung einen Wert hat und den Tipp auch geben, nicht zu lange damit zu warten, mir das auch entsprechend entlohnen zu lassen. Dass es nur fair ist, wenn man abliefert, dass man dann auch dafür was bekommen darf und das auch einfordern darf. Das finde ich wichtig. Und ja, habe ich ja vorhin auch schon so anklingen lassen, dass bei mir das ganz selten kommt, dass ich demotiviert bin und eher mich ein bisschen, dazu neige mich, ja, verheizen ist jetzt zu viel gesagt, aber mich ein bisschen zu sehr auszupowern. Deswegen würde ich mir auch raten, immer im Blick zu haben, mich zu entspannen und mir Zeit für mich zu nehmen und auch mal den Kopf frei zu kriegen und ja, irgendwas Entspannendes zu machen und zu relaxen. Ja, 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 das ist wichtig. Mal wieder runterzukommen zwischendurch. Egal, wie viel Spaß die Projekte machen, man braucht trotzdem mal kurz was anderes zum Denken oder auch zum Tun. Ja, cool. Genau. Medi, es hat einen riesen Spaß gemacht, dir zuzuhören. Deine Story wirklich echt cool, auch wieder sehr außergewöhnlich. Gib unserer Podcast Nation noch so einen letzten Tipp mit auf dem Weg und sag uns auch noch kurz, wie wir dich am besten erreichen können. Okay, mein Tipp ist, das, was euch lieb ist, das gebt niemals auf. Das finde ich ganz, ganz wichtig. Ja, wer mit mir plaudern möchte oder einfach ja ganz klassisch mailen will, der kann das natürlich gerne tun. Wir packen ja auch meine Seiten, die Verlagsseite und meine Autorinnenseite packen wir auch in die Shownotes. Da sind Kontaktformulare, E-Mail-Adressen. Das ist ganz klassisch und funktioniert ganz gut. Also auf Mails reagiere ich eigentlich am schnellsten und natürlich genauso schnell auch auf über die Social Media. Also ich bin bei Facebook und bei Twitter und natürlich auch, wer hören will, was so los ist und was ich gerade so mache, der bekommt das natürlich jetzt auch seit neuestem über meinen Podcast, den es ja auch logischerweise überall da gibt, wo man Podcasts erwartet. Und wenn man dann immer noch Bock aufs Reisen hat und mich auch live kennenlernen möchte, dann natürlich gern auf meinen Lesungen, also auf meiner Internetseite gibt es auch den Reiter Termine und da kann man dann immer gucken, wo ich gerade so bin und einfach rumkommen, mit mir quatschen. Ich bringe immer noch Zeit mit, also egal wie weit weg ich zu Lesungen fahre und wie lang der Heimweg dann noch ist, ich habe immer noch Zeit, mit den Leuten zu plaudern und mir ihre Reisen auch anzuhören. Ich finde es auch immer sehr inspirierend, wenn mich Menschen ansprechen und mir von ihren Reisen erzählen. Und das ist eine gute Möglichkeit und dann natürlich auch so Messen. Also wir sind jetzt mit dem Verlag auch noch auf ein paar Reisemessen und natürlich dann auch auf der Buchmesse. Also da trifft man mich dann auch an und kann mit mir plaudern. Okay, perfekt. Da sollte ja wohl ein Weg für jeden dabei sein, wo man das kriegt. Podcast Nation. Und du weißt ganz genau, dass du alle wichtigen Infos und Links zu unserem heutigen Interview auf tomstalktime.com finden kannst. Gib einfach die Episodennummer 503 oder den Namen MadiHost mit M-A-D-Y, MadiHost in der Suchfeld ein. Du kommst sofort auf die passende Seite hier zu unserem Interview.
Schau dir auf jeden Fall Maddys Seite an, also die Seite reiseliteratur-verlag.de oder medi-host.de und guck dich da mal um, was es da noch vieles Schönes für dich gibt, wo du dich einfach inspirieren kannst für deine hoffentlich zukünftigen Reisen. Und wenn es nur ein cooler außergewöhnlicher Wochenendtrip irgendwo hin ist, was du einfach noch nicht gemacht hast, vielleicht schon immer mal tun wolltest, und bisher einfach noch nicht gemacht hast. Das wäre richtig geil. Medi, bei dir sage ich mal vielen Dank, dass du so viel Zeit genommen hast, mit uns dein Wissen, deine Erfahrung geteilt hast. Die Podcast Nation grüßt dich und ich freue mich drauf, wenn wir uns mal im Real Life noch irgendwo sehen. Ja, das freut mich auch. Ich danke dir auch. Es waren coole Fragen und es war schön, über Sachen nachzudenken, über die ich auch nicht jeden Tag nachdenke. Das freut mich. Danke, dass du hier warst. Ciao. Danke, ciao. Vielen Dank, dass du heute wieder beim Erfolgspodcast dabei warst. Komm rüber auf unseren Blog tomstalktime.com und schau, was wir dort noch Schönes für dich haben. Kostenlose Trainings, die Top-Buchempfehlungen unserer Interviewpartner und noch vieles mehr. Bist du Angestellter und hast es satt, für andere zu arbeiten? Dann zeige ich dir, wie du in 6 Monaten deinen Chef feuern und den Montagmorgen wieder genießen kannst. Melde dich jetzt auf Podcast Meisterschule zu meinem kostenlosen Training an. Hier zeige ich dir, wie du mit deinem eigenen Podcast richtig gutes Geld verdienen kannst. Podcastmeisterschule.com. Und zu guter Letzt denke immer daran, schlampiger Erfolg ist besser als perfekte Mittelmäßigkeit. Ciao, dein Tom.